Ja, schön, dass ihr vorbeischaut. Heute Teil 2 von Welche Hölzer kann man schnitzen? 8 Stück habe ich zusammengetragen, deswegen hole ich euch jetzt näher ran und wir probieren aus, welches davon schnitzbar ist. Ja, das sind die 8 Hölzer. Apfelbaum. Dann Weide. Dann haben wir Thuja. Da hatte ich eine riesen Hecke, die habe ich umgemacht. So ein bisschen länger lagert das bei mir. Dann Polonia nennt sich das, also ein ultraleichtes Holz. Da habe ich mein Regal hinten an der Wand mitgemacht. Dann haben wir Douglasie, kennt jeder vom Terrassenbau, ja, die Douglasienbretter. Dann habe ich eine Tollkirsche umgemacht. Das ist jetzt ein Jahr gelagert. Dann habe ich Walnuss, das seht ihr hier an der Rinde schon. Dann Platan, da habe ich auch nochmal die Rinde dagelassen, ja. Das Messer vom letzten Mal, mein Mora. Ja. Und was jemand vorgeschlagen hat, sprüh es doch mal mit deinem Weichmacher ein, ob es dann noch besser schnitzbar ist. Probieren wir auch mal aus. Gut, dann fangen wir mal an. Ich würde sagen, wir fangen mal mit der Thuja an. Kerbschnitz als erstes, immer. Und geht schon schön rein. Gut, dann gucken wir, dass wir hier einen Span wegnehmen. Oh, das geht aber wunderbar. Sehr schön. Also es geht ziemlich leicht. Ich habe gedacht, Thuja ist ein bisschen härter. So, jetzt sprühen wir mal hier mit der Weichmachermischung ein. Ja, lassen wir es kurz einwirken. So, jetzt probieren wir mal hier nochmal einen Span wegzunehmen. Ja, also mit dem Weichmacher ist das, ihr seht schon, ein sehr gleichmäßiger Span entsteht da. Sehr, sehr schön. Also mit dem Weichmacher super, auch ohne. Als nächstes nehmen wir mal die Weide. Wieder ein Kerbschnitz. Also einen so Chip rausmachen. Das hört man schon am Ton. Ja. Gehen wir mal für euch ein bisschen näher an. Also es taucht gut ein. Na. Jo. Nehmen wir mal einen Span weg. Oh, der geht aber auch schön leicht. Ja, gute Qualität. Also gutes Ergebnis hier an der Oberfläche. Sprühen wir mal ein. Lassen einwirken. Und oh, wirklich begeisternd. Also mit dem Weichmacher ist es noch besser. Bisschen härter als die Thuja, finde ich. Gut, gehen wir zum nächsten Holz. Da nehmen wir mal die Douglasie. Wieder, oh, guckt mal an, wie tief die eindringt. Das ist halt Nadelholz, gell? Aber man hört schon. Und man sieht es auch, wie der Span hier so wie so eine Kette abgeht. Okay. Gut, dann mal einen Langspan. Also der bricht immer, der Span, gell? Beim Schnitzen. Ihr seht das, wenn ich es umknick. Ja. Sprühen wir mal ein. Mache ich mal. Ja. Seht ihr? Bricht also immer noch, es macht es nicht weicher. Die einzige Verbesserung ist, dass hier beim Langspan, ja, dass da diese Knicke nicht drin sind. Wie so eine Kette ist das, wie so ein Glied. Und der Span ist wirklich besser. Also das ist eine Verbesserung, aber nö. Ich würde sagen, das eignet sich vielleicht höchstens fürs Woodcarving mit der Säge. Aber mehr auch nicht. Gehen wir mal zum Apfelbaum. Oh,
Jo, Apfelbaum ist auch sehr schön. Langer Span, mache ich mal hier. Auch ein schönes Ergebnis, sprühen wir jetzt gleich ein. Das mache ich jetzt mal hier. Kurz einwirken lassen. So. Jo, kann man mal das mit anfangen. Oh, ein schönes Ergebnis und der Längsschnitt geht wirklich leichter. Okay. Würde ich so mit der Weide zusammen einstufen, ja. Als nächstes nehmen wir mal die Platane wieder ein. Wo ist das? Oberfläche schön. Nehmen wir mal von der Seite einen Span. Ja, ist schnitzbar. Ich denke mal, mit dem normalen Bildhauereisen. Ja. Also für Bildhauersachen könnte ich mir vorstellen, dass Platane gut ist. Jetzt nehmen wir mal hier einen langen Schnitt. Und wenn er guckt. Also dieser Weichmacher ist wirklich toll. Also das ist schon. Ja, ist jetzt nicht so gut wie die anderen drei, aber wie gesagt, mit Bildhauersachen ein bisschen einsprühen, kann man da garantiert schöne Figuren draus machen. Also Platane, wenn ihr habt. Wir nehmen mal die Tollkirsche. Da bin ich mal gespannt. Habe ich noch nie geschnitzt. Oh. Merke ich schon bei dem Schnitt, wenn ihr es hört. Okay. Oberfläche sehr, sehr schön. Reißt aber bei diesem langen Span, wenn man holen will. Seht ihr hier, es reißt aus. Jetzt sprühen wir es mal ein und gucken, ob es da besser wird. Mache ich jetzt hier. Ja, da seht ihr auch nochmal die markante Rinde von der Tollkirsche. Also der Weichmacher bringt wirklich viel. Jetzt seht euch mal das hier an. Nichts ausgerissen und da habe ich ja vorhin Span geholt. Wenn man das sieht hier, ja, hier so ein Ausriss und wenn man es weich macht, nicht. Also ja, es ist jetzt nicht mein Favorit. Polonia oder wie das heißt. Ich hoffe, dass ich es so richtig ausspreche. Polonia-Holz ist ziemlich spröde, das sieht man schon. Ja, bin mal gespannt. Also, es ist sehr leicht und sehr offenporig gewachsen. Also das heißt, hier die Abstände zwischendrin, zwischen den Jahrringen, ja, sind sehr groß. Das heißt, es wächst also sehr schnell. Okay. Ja, links. Ah, hier seht ihr schon, wenn ihr schnitzt, hebt die Faser mit. Ja. Also ist eigentlich für sowas nicht geeignet. Vielleicht, wenn ihr mit dem Dremel irgendwas macht, jetzt sprühen wir mal hier ein. Ja. Probieren wir es mal mit der Mischung. Ne, ist genauso faserig, guckt. Also es reißt mit der Faser und hier sieht man die, hört ihr auch die Struktur, das ist bei anderen nicht. Ich sage jetzt mal, so wie Douglas. Ja, besser als Douglas ist es nicht. Und zu guter Letzt Walnuss. Man hört schon. Aber es fühlt sich so schön an. Ich habe es so frisch ausgehobelt für euch.
Also da reißt jetzt auch nichts aus, gell? Vorhin hat man es richtig gehört, ja, das reißt mit den Fasern des Paulownia. Bei Ding jetzt gar nicht. Ein schöner Span wird abgenommen. Ich kann euch nochmal einen zeigen. Und der formt sich so richtig schön wie so eine Schnecke. Ja? Auch eine schöne Qualität vom Schnitt her oder von der Oberfläche. Gucken wir mal. Oh, jetzt kann man aber. Ah, jetzt reißt er. Das Säckel. Ja, besser als die Tollkirsche ist es auf jeden Fall. Ich würde sogar mit der Platane zusammen so setzen. Ja, jetzt haben wir alle Hölzer durch. Also wie gesagt, Paulownia, Douglasie raus, Tollkirsche. Es geht, würde ich jetzt nicht ganz so empfehlen, ja. Dann Platane und Walnuss bei mir auf Platz 3. Vom Schnitzbahn Apfel und Weide auf Platz 2. Und wie gesagt, die Thuja, die Nummer 1. Das war es auch schon wieder. Und der Sieger in diesem Welches Holz ist Schnitzbahn-Test hat mich sehr erstaunt. Die Thuja, ja. Also wunderbares, glattes Ergebnis. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht, weil ich bringe die so eher mit in Verbindung mit Nadelbäumen, ja. Thuja wird übrigens auch Lebensbaum genannt, für manche, wo mit Thuja nichts anfangen können. Erstaunt mich wirklich. Ich habe gedacht, das Holz splittert. Tut es aber nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch auch vielleicht gefallen, dass ich hier den Weichmacher mit eingebaut habe. Das war auch eine Idee von einem von euch. Dafür Dankeschön. War ein guter Tipp. Hat es, finde ich, interessanter gemacht, das Ganze. Ja. Es war also bei jedem Holz eine Verbesserung der Schnitzqualität zu beobachten oder ich habe so gefühlt, ihr habt es nur beobachtet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dürft ihr ein Like da lassen. Ihr dürft einen Kommentar unten reinschreiben. Vor allem, wenn ihr eine Holzsorte ausprobiert habt, die ich noch nicht hier vorgestellt habe. Da freue ich mich immer gerne drüber, über eure Kommentare und kommuniziere auch gerne über diesen Weg mit euch. Ihr dürft natürlich euren Freunden von meinem Kanal erzählen. Ihr dürft ihn abonnieren. Ja. Aber jetzt wisst ihr, was kommt und es kommt wirklich vom Herzen. Das ist, am meisten freue ich mich wirklich, wenn ihr wieder hier bei mir vorbeischaut. Und deswegen sage ich Servus und freue mich auf euren nächsten Besuch bei mir.